Okay, du hast vorgezogen, Alvan kann sich noch bewegen, Alvan wird sich lösen, nimmt einen Passierschlag und läuft ebenso davon. Beziehungsweise, ja, weißt du was, er läuft an und würde dann versuchen, er ist ja auch ein Ritter wie du, und dann aufspringen. Ich würde gerade mal eine Reitenprobe für ihn Wenn das möglich starten. ist, wenn Was das schafft er trotzdem? mit einer freien Aktion möglich ist, reiche ich ihm auch die Hand an. Ja, Ah, ich passt. habe keine Hand frei, sorry. Ja, nee, also er kommt drauf, er ist ein Ritter, springt irgendwo ab und ist wieder oben auf dem Pferd. Boltax hatte die Dunkelheit gezaubert und geritten, fertig, Genau, Abemir. ich habe keine weitere Aktion. Abemir. Ich würde einen zweifach vergrößerten Armatrotz wirken auf mich. Rüstschutz 3. Ja. Also eine +5-Probe. Ja. Die anderen beiden versuchen auch heute zu hieben. Ich ignoriere das mal, die sind beide geblitzt. Können die beiden, die Yarlan umgeritten hat, noch Passierschläge gegen mich verteilen? Sind ungezielt ausgewichen, also nein. Sie Also müssen sich erst nein. positionieren, um das zu dürfen. Achso, nein, doch, sorry, Passierschläge können Sie noch. Jalan ist doof. Ja, der Zweifelgriff dauert jetzt eine Aktion und die letzte Aktion wird benutzt, um wegzureiten. Alles klar, Boltax hinterher. dann los. Kannst du mir mal eine Reitenprobe geben? Boltax kann mir auch mal eine Reitenprobe geben. Wo war er? Okay. Das ist bei Jalan und bei Zulamin ist das weniger spannend, aber bei euch beiden. Dann bleibt ihr beide vorne noch hängen und könnt nicht weiterreiten. Bleibt beide hängen. So, dann sind die Answin-Soldaten dran. Zweimal ausgewichen, beziehungsweise Zulamin könnte noch angegriffen werden, Iseron könnte noch angegriffen werden. Ja, was macht Sulamin eigentlich? Also ich wollte jetzt eigentlich ihren Rückzug decken nach vorne. Wenn sie sich bewegt, könnte ich mich auch Dann bewegen. zieht vor. Ich würde gerne in die Dunkelheit flüchten. Aber ich bin gerade noch am Grübeln, wie das mit den Passierschlägen aussieht. Du kannst einmal deine Distanzklasse verlängern. Das ist ein Angriff plus 4. Erleichtert um 3, weil du auf einem Pferd sitzt. Und erschwert um, ich glaube, 3, weil Manöverstrafe. Du bist Klingentänzer, ja? Ja, genau Dann erschwert deswegen. um Also 3, die weil die 3 Hälfte hebt von sich 5. auf, das heißt einfach erschwert um 4 einen Angriff, ja? Gut, dann versuchen wir das mal. Dieser kann nicht pariert werden. Ansage für Iseron, weil du eine höhere Initiative hast, die beiden Bogenschützen legen auf dich an. Durch die Dunkelheit werden sie nicht schießen. Alles klar. Ja, dann möchte ich halt gerne vorziehen und Yarlan nachreiten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Platz da ist, ob man sich da davor drängeln kann, aber Wow. ja. Ist eine Reitenprobe. Der hier ist umgeritten, der kann dir also keinen Passierschlag geben. Also wenn du hier so knapp vorbeigehst, dann geht das. Es Kannst du ist noch eine ganz totreiten? normale Reitenprobe. Nee, dafür habe ich nicht die Sonderfertigkeit. Ich würd dir erstmal eine normale Reitenprobe abverlangen. Ja, das könnte ich nochmal irgendwie erschweren um 1, 2, 3 Leute. Ja, 3. Ich beschwör's dir um 3. Sollte aber auch kein Problem sein. Nö, ist es auch nicht. Und ich krieg auch weniger Zuschläge, weil ich Reiterkampf habe. Ich würfel gerade mal einen Passierschlag. Das ist getroffen. Aua. 13 TP vom reißenden Schwert, das du dich von ihm löst. Ja, das Ja, wird ich keine guck mal Wunde. wohin. Rüstungsschutz 4 und noch eine dicke Robe oder sowas. In den Kopf. Ja, ich habe Kopf. auf dem 5 am Kopf. Rüstschutz von Hast du, daher. trägst du einen Helm oder was? Achso, nein, sorry, Ja, meine mit Bohrungskappe Armatrotz. und meinen Mit Armatrotz. Armatrotz, okay, ich dachte, weil ich habe nur 5 am Kopf, nicht einen Metallhelm. Aber es ist keine Wunde, ne? Nee, das ist unter meiner Wollte Wunschwelle. gerade sagen. Knapp, aber du bist Iseron. Ich meine, eigentlich wäre es vermutlich keine Kopfwunde, weil Dann kannst du dich kein Kopftreffer bewegen. war Reitertabelle, egal. Wohin? In Rafim rein? Sie kann auch handeln, tatsächlich. Aber wenn sie vor mich zieht, dann zieht sie vor mich. Nee, ich Du kannst glaube, ja auch es. ausweichen, das geht ja auch. Also du kannst erstmal 1, 2, 3 hier irgendwie so rein. Das würde ich Ja, jetzt das ist ganz sinnvoll, denke ich. erstmal dahin. Ne? Du kannst auch noch, dich später noch weiter bewegen, aber du bist jetzt erstmal in der Dunkelheitszone. Oder davor. Mira zerfleischt weiter Köpfe. Zulamin. Willst du vorziehen? Das mit der Distanzklasse verlängern hat nicht geklappt. Ich möchte aber natürlich immer noch da weg. Das heißt, ich würde noch einen Passierschlag kriegen, weil der andere liegt am Boden oder so. Ein Passierschlag, wenn du dich jetzt löst. Okay. Warte, warum hast du den mit plus 6 ausgeführt? Ich habe den mit plus 4 ausgeführt. Achso, du hast die Wunde. Ja, ignoriere mich. Okay, also das hat nicht geklappt. Ja gut, Dann eine dann. Reitenprobe. Und der Passierschlag hat nicht geklappt, bin ich der Meinung. Technisch gesehen Nee. wird im Ring bei jedem Treffer eine Reitenprobe erschwert um TP fällig, aber wenn du Reiterkampf hast, ist das unmöglich. Das ist, glaube ich, besser lassen. Okay, dann kannst du natürlich Außerdem, auch flüchten. das Pferd hat ja keinen Schaden, also ich möchte in die Dunkelheit.
In die Dunkelheit reinreiten, okay. Ja. Da kannst du dich aber auch selbst nicht, du weißt nicht, wie es da aussieht, ne? Du reitest sonst gegen eine Häuserwand. Warum stellst du nicht einfach hier hin? Dann müsst ihr auch größtenteils von der Dunkelheit gedeckt. Ja, okay. Also du kannst in der Dunkelheit nichts sehen, gar nichts. Ich stell mir auch vor, dass das Pferd das nicht unbedingt möchte. Ja, wahrscheinlich. So, Frage an Rafim, was willst du noch tun? Ja, ich bin ja vom Pferd, ich muss den Sack vor mir umreißen, da führt kein Weg dran vorbei. Umreißen. Sind beide geblitzt. Ja, aber der steht ja im Weg. Ja. Ja, mein Problem. Umreißen, da packe ich nochmal eine 2er Finte zu. Ist plus 6 für mich. Oh, Gott sei Dank. Plus 10 für ihn. Plus 10. Los, geblitzt sein. mit geblitzt. Darf das nicht. Darf das nicht. Und wir sind ja auch noch in Überzahl zu dritt. Ja. Dann liegt er am Boden. Passt. Ach so, ja. Ja, wenn er am Boden liegt. Willst du den nächsten auch umreißen? Den zweiten vor Abelmir? Die Pferde scheuen gerade. Hab ich das Gefühl, wir können da weg, wenn ich den auch umreiße? Ja. Wenn der weg ist, ja. Okay. Dann wird über den Typen hier drüber getreten. Also ich will ihm nicht keinen Schaden machen und der andere wird auch noch umgerissen. Ja, kannst auf seinen Kopf nochmal kurz springen, der ist sowieso aus dem Kampf raus. Der kriegt das gleiche, wie das der andere auch gekriegt hat. Ja, mal gucken, hoffentlich reicht's. Ja, du musst parieren. Ja, Verzeihung. Oh, das reicht aber leider. Mit Überzahl, 1, 2, 3, mit Adelmir. Obwohl, ich weiß nicht, wie stark. Nee, müsste eigentlich nicht rein. Wie stark ist der Blitz? Weißt du was? Ich mache dir jetzt noch einmal Schaden mit meinem Schwert. Schauen wir mal, ob das klappt. Das würde sogar klappen. Ich hätte sogar noch eine Parade für ihn. Ja. Muss nicht. Ansonsten kannst du ihn in der nächsten Kampfrunde dann. Könnt ihn mit vereinten Kräften könnt ihr ihn dann auch überreiten und niedermanschen. Wollen wir mal eine Parade? Ja. Ansonsten. Ja, gar kein Problem. Du kannst deine Sichel gegenhalten. Und reißt ihn in der nächsten Kampfrunde um. Ihr könnt weitere Pfeile durch die Dunkelheit flickern hören. Und die Leute, die euch jetzt hinterher rennen. Was wollt ihr sonst tun? Ich wollte ja sagen, ich glaube, wir machen hier jetzt einen Sack zu, oder? Ja. Also ich rate noch den anderen nach, ruft ihn nochmal zu. Da vorne, zum Palast! Und dann reiten wir weg. Gut, so könnt ihr durch das finstere Katzloch, ja, dein Pferd zurückgelassen wird irgendwo durch die Stadt galoppieren, könnt ihr durch das Katzloch in Richtung Friedenstadt reiten. Kann ich dann kurz anhalten, Alvan absetzen und er nimmt Rafim's Gaul mit? Ah, ich glaube, das dauert zu lange. Okay. Ja, ihr könnt definitiv dann durch das finstere Katzloch in Richtung der Friedenstadt reiten und als ihr gerade vor dem großen Friedenskaiser Julak-Tempel steht, könnt ihr sehen, wie die hohe Mutter aus dem Tempel herausläuft und um Hilfe schreit. Hilfe! Hilfe! Läuft hier irgendjemand hinterher? Nein. Ja, zu ihr. Gut, genau. An ihr vorbei in den Tempel rein. Traut man mit der gezogenen Waffe? Ja. Das war nicht so gefährlich, mein Junge. Ja. Ich möchte vor der Mutter anhalten. Ja. Ja, ich auch. Trautmann wurde verletzt. Ehrwürdige Mutter. Was geschieht hier? Wir werden angegriffen. Ein Angriff von, ich weiß es nicht, von allen. Und wir sind hier, ihr seid sicher. Aber sagt mir, wo ist die Fürstin? Ich weiß es nicht. Rohaya ist irgendwo in der Stadt und Answin, ich weiß es nicht, ich habe keinen Überblick mehr. Trautmann wurde verletzt, ihr müsst ihm helfen. Na dann, auf. Beruhigt euch, es sind nicht alle. Es sind wie immer die Knechte der Dämonen. Helft meinem Mann. Ja, wir tun es am möglichsten. Ja, das mache ich. Zeigt mir doch, wo er ist. Ich gehe den anderen zu, ich bin gleich wieder da. Und dann reite ich einmal hier um diesen Tempelplatz rum. Und ich möchte vor allem sehen, wie es halt hier an diesem Turmdurchgang aussieht. Auch da wird gekämpft. Okay. Und dann komme ich zu den anderen zurück. Beeilt euch, wir müssen gleich weiter. Das dauert aber etwas. Beeil dich! Oh, bitte. Geht nicht so schnell, ich bin kein Auf-Abruf-Magier. Abelmir, gib dem Mann einen Haltrank, wir müssen los. Was finde ich denn in dem Tempel vor, wenn ich da reinstürme? Ja, ihr erinnert euch an die namenlosen Tage. Vor über einem halben Jahr habt ihr hier verbracht. Und ihr könnt sehen, wie Trautmann am Altar liegt und eine böse Wunde in seiner Schulter prangt, wie von
Drei Reißzähnen oder aber von einer Geierklaue. Ihr könnt sehen, wie wohl die Spitzen abgebrochen sind, rostig, schartig, und er dort ja langsam nach und nach ausblutet, er wimmert und er ist einfach ein Mann des Friedens, ein Mann der Travier, und presst dann auch noch seine Hand auf die Wunde und fleht und bangt vor Schmerzen. Ja, sobald ich ihn erreiche, lasse ich meine Waffe fallen und kipp ihm den ersten Heiltrank in Rachen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber... Du entkorkst es mit einem Daumenschnipser und kannst ihm dann den ersten Heiltrank hineinbringen. Du merkst wohl, wie die Wunde nach und nach zueitert. Die sieht eigentlich anders aus. Du siehst aber auch, wie normalerweise würden diese Geierkrallen rausgedrückt werden. Sie wachsen aber zu. Kann ich mir vorher dieses Kleid an der Schulter aufreißen und ja, mit einem Dolch vielleicht diese Spitzen herausoperieren? Ja. Ich würde versuchen, es ihm gleich zu tun mit einem Bernstein-Dolch. Ja. Also der erste Heiltrank ist definitiv schon in ihn reingekippt und ihr könnt ihn dann aber wieder erneut aufschneiden, wenn ihr wollt. Anatomie, genau. Ja, gerade so gelungen. Der Marvel mir, was ist zu tun? Jetzt sag doch etwas. Ja, hier, schneidet hier und hier und berührt ja nicht die Spitzen dieses dämonischen Werkes. Ihr könnt mal beide eine Magiekundeprobe würfeln. Oh. Ihr beherrscht den Zauber vielleicht nicht beide selber, aber ihr solltet erkennen, dass wohl so rostig wie die Klingen sind oder diese Fragmente, das ist wohl ein Eisenrost gewesen, sodass sie abbrechen sollten. Was für ein hinterhältiger Zauber. In der Tat. Oh, hätte ich mehr Zeit. Helft ihm! Ja, gut. Kann ich davon ausgehen, dass das Metall, was da reingerostet worden ist, metallisch ist, beziehungsweise magnetisch? Das ist eine Metallkundeprobe, ja. Metallurgie. Hüttenkunde ist Metallurgie. Hüttenkunde. Handwerkstalent? Hüttenkunde ist, glaube ich, ein Wissenstalent. Ich hab's nicht. Nicht verwunderlich. Hast du eine andere Möglichkeit, Metall einzuschätzen? Ich hätte Hüttenkunde, oder? Ja, dann hau rein, Armin. Hüttenkunde, dann los. Aber Zylamin hat tatsächlich recht. Wenn es rostet, ist es Eisen und damit magnetisch. Nein. Nichts, was nicht Eisen ist, kann rosten. Es kann oxidieren, ja, aber es setzt keinen Rost an. Also, Abelmir, du bist dir sicher, es ist kein Eisen. Ach, es kann ein Unmetall sein. Mensch. Das ist aber Metawissen, ich bin nicht da. Rafim, geht in den Tempel und holt etwas geheiligtes Wasser. Ihr seid im Tempel. Ja, dann weiß ich, ob den Altar wahrscheinlich so. Ja, ich tue jetzt, wie Abelmir geheißen hat, und schneide an den Stellen, die er mir genannt hat, auf und versuche natürlich, es nicht zu berühren. Ja, ich suche alles Heilige, was ich zusammenfinden kann. Heiliges Wasser, alles, was gesegnet aussieht. Ja, eine Bratpfanne, das Herdfeuer, Kochtopf. Nur das Wasser! Im Blick über die Schulter geworfen und guck, was Rafina macht. Nimm die heilige Grillzange, halt sie ins Feuer und benutze sie, um die Wunde auszubrennen. Ich würde dir das Wasser reichen und du merkst, Rafim stapelt heilige Gegenstände um dich, um den Mann. Ja, ihr könnt sehen, also nach und nach, Isaron und Yalan draußen, habt ihr immer noch irgendwie gegen Irrhalden-Gardisten gestritten mit falscher Beflaggung. Konntet ihr so also nach und nach weiter einen nach dem anderen mal wieder ja verletzen, töten. Die anderen kommen immer noch nicht aus dem Tempel. Isaron, was machen die da drin? Wir haben keine Zeit. Keine Ahnung, das scheint wohl was Längeres zu sein. Vielleicht eine dämonische Verunreinigung oder so. Lucht. Komm mit, wir kümmern uns um diesen Durchgang. Und wenn die anderen bis dahin noch nicht durch sind, dann werden wir dann sehen. Machen wir es so. Gut, wir ziehen dann ab und säubern hier diesen Turmdurchgang. Dann vermutlich zu Fuß. Es müssen wir nicht auswerfen, glaube ich. Nee, genau. Ja, derweil, ihr steht immer noch vor Trautmann, dem Hochgeweihten der Travia, das hohe Paar.
Ja, wenn ich diese Metall- und Unmetallspitzen herausgezogen habe, würde ich die Wunde mit heiligem Wasser reinigen. Ja, heilige Mutter, habt ihr zufällig, ich weiß nicht, viel Humus hier? Ich denke, letztlich würden es auch Gänsefedern tun. Gänsefedern kann ich euch geben, ja. Sie läuft schnell los in Richtung der Sakristei und kommt dann mit zwei dicken Gänsen wieder. Aber bringt sie nicht um. Nein, ich dachte eigentlich eher, dass wir seinen kompletten Leib mit Humus bedecken und ich an Sumos Kräfte auf ihn herabrufe. Wenn das hilft, Sumos Kräfte, sie legt die Gans auf den Brustkorb von ihrem Mann. Wir holen zur Not vielleicht noch ein paar Kissen und Decken, die wir aufschneiden können. Und wir müssen ihn wirklich komplett bedecken. Ja, ich hole was. Sie läuft wieder los. Was habt ihr vor? Naja, ich werde die Kräfte der Natur auf ihn herabrufen. Das dauert zwar etwas, aber es könnte helfen. Nur operiert ihr diese gesamten Dinger heraus. Das sieht nicht gut aus. Ich habe sie aufgeschnitten. Jetzt ist es an euch, sie herauszuholen. Ihr seid der Anatom. Erreicht mir noch diese Zange dort. Ja, genau diese. Danke. Ich würde mal mit der Spitzenzange mal diese Reste aus dem Fleisch holen und in so ein geiliges Töpfchen werfen. Keine Ahnung. Ja. Kannst du nach und nach rausoperieren. Anatomieprobe hattest du gewürfelt, ne? 7 Sternchen. Rafim, würfel mal bitte den Heiltrank aus, die 3W6 plus 6. Ja. 11. Das ist wie bei mir. Letztes Mal. Sieht das denn so aus, als würde der weiterleben bei dem, was Albumi da macht, oder stirbt er ihm unter den Händen weg? Nee, also ihr könnt das ein bisschen einschätzen mit eurer heilkunden Wunden, mit der Anatomie. Er wird wohl nicht sterben. Aber er ist sehr schwach. Sobald die Hohmutter dann gekommen ist und ich seinen Körper komplett mit Gänsefedern bedeckt habe, würde ich mein Ritual die Kräfte der Natur wirken. Das kostet mich insgesamt 7 ASP und macht folgendes. Die Macht des Rituals erlaubt es dem Ringträger, die heilenden Energien der Erdkraft den Zugang zu einem Kranken oder Verletzten zu eröffnen. Während erhält entweder 2 LEP pro RKP Stern zurück oder aber eine Krankheit, die in Höhe einer Stufe von RKP Stern hat, kommt zum Erliegen. Misslingt die Ritualprobe, dann wirkt der Zauber zwar, aber statt Sumuskraft wird das Leben des Geoden als Quelle benutzt. Beim Heilen von Wunden erhält der Patient RKW mal 2 LEP, die der Geode abgezogen wurde, und beim Heilen einer Krankheit geht diese Krankheit auf den Geoden über, wenn ihre Stufe sein RKW nicht übersteigt, sonst verbleibt sie beim Patienten. Also hoffen wir mal, dass ich das schaffe, aber mit einem Ritualkenntniswert von 15 dürfte ich das nur bei 220 nicht schaffen. Das sieht gut aus, also er würde 26 Lebenspunkte zurückbekommen, dauert allerdings eine Dreiviertelstunde und kostet mich 7 ASP. Ja, du kannst damit Krankheiten heilen. Genau. Aber kein Gift. Nein, das nicht. Gut. Nicht so gut. Dann wächst die Wunde zu und Abelmir ist sich nach einem kurzen Blick sicher, dass du auch die letzten kleinen Rostsplitter rausbekommen hast. Vielleicht solltet ihr für ihn beten. Während ihr da so zugange wart, ist Zulamin auch reingekommen. Naja, eher gewankt. Also sie lehnt sich blutend an irgendeine Säule und sieht auf den gestürzten Heiligen Vater nieder. Und sie wirkt irgendwie eher so halb abwesend, vielleicht vom Blutverlust. Und murmelt, der Geier hat seine Krallen um ihn geschlossen. Wir müssen ihm entreißen. Trautmann öffnet mittlerweile ein bisschen Flattern seine Augen, kommt dann zu Bewusstsein, guckt euch böse an. Aus dem Tempel. Seine Frau ist wohl immer noch nicht wieder gekommen, die sucht wohl weiterhin nach Kissen. Was redet ihr da? Aus meinem Tempel. Ihr seid nicht bei Sinn. Ihr solltet vielleicht bemerken, dass ihr blutverschmiert und mit gezogenen Waffen im Tempel steht. Im Travia-Tempel. Ich denke, ich habe die Waffe nicht mehr in der Hand, weil es wird so schwierig. Sonst auch die Operation. Aber mir die Faust ruckt nach vorne und er schlägt dir ins Gesicht. Er trifft. Kann ich auch parat ausweichen? Ja, oder? Ja, ist aber ein Angriff und du bist überhaupt nicht darauf gefasst, ist das Schwert um 8. Wow.
Er macht aber auch nur 2 TP. Die ganzen 2 Punkte Schaden habe ich mir, die kannst du nehmen. Kannst du Parade würfeln, ist okay. Nee. Ja, seine Faust ruckt nach vorne, kannst noch nach hinten taumeln, bist komplett überrascht und er schlägt dir für 2 TP seine Faust ins Gesicht. Götter und Kulte. Ulamin wimmert. Es ist der Geier. Kann ich auch Götterkulte würfeln? Ja, kannst du. Okay. Aua, was? Ernsthaft, ich habe heute noch nichts gewürfelt, wo nicht eine 20 drin war. Zulamin, du musst den Hohen Vater beschützen. Er hat recht, das ist sein Tempel. Ja, aber mir taumelt so ein bisschen nach hinten, das ist absolut unnormal. Ein Travia-Geweihter würde niemals seine Waffen für irgendein... Also, er ist zwar kein Zargeweihter, aber innerhalb von einem Tempel, in dem ihr gerade gastiert, das ist absolut ungewöhnlich. Auf ihn kann damit einfach nichts anfangen. Und Zulamin, du musst einfach den Mann beschützen. Ich gehe auf ihn zu und drück ihn zu Boden. Kommt zu euch! Das passiert schon mal. Zulamin zerrt an deiner Robe. Ihr könnt doch nicht den Heiligen Vater. Lasst ihn! Lasst ihn! Er ist nicht bei Sinn. Kosti, das unterbricht mein Ritual, oder? Also, nach dem Ritual ist es dann passiert. Okay. Also, Dreiviertelstunde. Achso, eine Dreiviertelstunde. Dann hab ich doch gesagt. Ja, dann unterbricht es dein Ritual. Okay. Also, wenn das. Ja, okay. Ja, ansonsten wäre das Ding nämlich ziemlich overpowered, weil. Ja, nee, also er ist währenddessen dann zu sich gekommen und das Ritual wird dann unterbrochen. Gut, in dem Fall hat es halt nicht stattgefunden und. Zulamin, ruft nach seiner Frau. Die Hälfte der ASP werden. Erst lass ihn los! Er ist nicht er selber. Es ist ein Ritual. Verliert man da die Hälfte, wenn es unterbrochen wird? Nee, also ich meine nicht. Aber ich weiß es auch nicht. Ja, ich glaube, da steht nirgendwo. Doch, Hälfte. Du brichst das willentlich jetzt an. Ja, ich nehme die Hälfte. Alles gut. Heilige Mutter, zu Hilfe! Zu Hilfe! Ja, sie rennt gerade wieder mit 2 Kissen in der Hand nach unten. Ihr könnt sie zumindest über die Treppe hören. Was ist denn los? Traut man, dir geht's wieder besser. Wir haben ihn geschlagen. Er ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Er hat meine Behandlung abgebrochen. Trautmann läuft auf Abel mir zu und versucht wieder ihn zu schlagen. Er ist wirr und aggressiv. Ich kenne ihn sonst vorbei, nur von Jana. Abel kann unter seiner Faust durchtauchen. Verschwindet aus meinem Tempel! Kommt zu euch! Ich möchte euch nicht niederschlagen, aber ich tue es. Ihr müsst tun, was er sagt. Heilige Mutter. Habt ihr was dagegen, wenn ich den Heiligen Vater kurz beruhige? Was? Sie versteht die Welt nicht. Ich würde ihn daran hindern, Abel mir zu schlagen. Ja, ich wollte euch nur vorher fragen, ist ja euer Tempel. Also ich würde versuchen, Abel mirs Griff, um den Heiligen Vater zu entwinden, also irgendwie ringen oder so? Ja, klar. Ringen, raufen. Also Abel mir ist erstmal nur da durchgetaucht. Kannst ja, das klappt auch, natürlich. Auch Abelmir, sich so ein bisschen vor Abelmir den Vater stellen und dann Abelmirs Hände versuchen festzuhalten. Abelmir darf natürlich in der Ring Parade machen, wenn er will. Kann ich mal draufen parieren? Oder? Kannst du auch mal draufen parieren, dann schlägst du die Hände weg. Ich versuche einen Zwingtanz auf den Heiligen Vater zu machen. Und verursacht den Heiligen Vater in seinem eigenen Tempel, ja? Ein Glück, dass unser Zwerg keine Skrupel hat. Prios, strafe dich. Ja, ich will ja niemandem wehtun. Also genau dafür ist der Zauber ja ausgelegt. Also 5 Aktionen zauber ich halt. Ich habe für den Zauber. Wie lange dauert das? 5 Aktionen. 5 Aktionen? Oh, ist das krass. Zulamin, hilf mir! Warum sind die Dioden so overpowered? Ich bin gar nicht so overpowered. Ich weiß, sorry. Ein Würfel. Ja, Patzer. Voltax, du fängst an zu tanzen. Voltax fängt an zu tanzen. Müssen wir reinkommen und euch alle an den Ohrläppchen rauszerren? Ihr wisst nicht genau, was los ist. Mittlerweile habt ihr schon seit 10 Minuten einen Parkierer nach dem anderen. Ihr habt mittlerweile auch den Durchgang schon freigelegt. Ein Parkierer nach dem anderen, auch wenn es Irrhalkengardisten sind, das ist unschwer zu erkennen. Sie sind immer noch nicht aus dem Tempel rausgekommen. Ich bin nicht Herr meiner Bewegung. Ich blicke Isorun relativ grimm an. Ob sie wollen oder nicht, wir müssen sie jetzt holen. Die Fürstin ist wichtiger.
Als ihr in den Tempel von Gulag Horas hineinschreitet, könnt ihr sehen, wie Rafim die Fäuste vom Vater festhält, die hohe Mutter, die in der Ecke steht und weint und schreit, Boltax, der im Tempel steht und tanzt, und Zulamin, die komplett entkräftet irgendwo an der Säule runtergesunken ist und versucht noch mit Abelmir zu diskutieren. Im Namen aller 12 Götter, was geht hier vor sich? Ich tanze, sieht man das nicht? Der hohe Vater ist besessen. Weißt du was? Nicht mit ihm umspringen. Weißt du was? Heiliger Befehl. Aufgestuft auf alle. Ihr haltet jetzt das Maul. Ihr setzt euch hin und dann kommt ihr mit und wir gehen zum Palast. Würfeln wir mal. Ich würfel einfach mal so. Dies ist auf jeden Fall gelungen. Wenn sich jemand dagegen selbst beherrschen möchte, darf er dies versuchen. Das müsste dann, ich glaube, 7er oder 8er plus 5 Erschwernis sein. Es ist aufgestuft, eine plus whatever Erschwernis. Ich würfel erstmal eure Selbstbeherrschung, und wenn ihr unter 10 seid, vergesst es mal, ja. Ich weiß halt nicht, wie sich das mit dem Kamal... 23! Ich glaube, Kamal schlägt magisch, wenn es drauf ankommt. Gut. Vor allem Prior schlägt alles. Ja gut, ich setz mich hin. Und zwar, ich habe es aufgestuft, LKP Stern plus 5. Also müsstet ihr über eine... Rafim hat es auf jeden Fall geschafft, aber ansonsten über eine. Es ist erschwert um 4... Erleichtert und bla bla bla, sagen wir mal über eine 16 kommen. Boltax bricht schwitzend zusammen. Ich versuch gar nicht erst. Praios ist der Götterfürst. Ich trotte brav Yalan nach. Kommt jetzt, wir haben zu tun. Aber du hast gesagt, wir sollen uns hinsetzen. Komm! Oh ja, ein alter Zwerg ist kein D-Zug. Du merkst, wie Rafim sich zu dir umdreht. Warum brüllst du denn jetzt so? Weil ihr offenbar nicht hört. Außer du scheinbar. Komm, Rafim. Der Vater ist besessen. Wir müssen ihm helfen. Um den kümmern wir uns. Komm, Rafim, es gibt Paktierer zu töten. Oh, es gibt Paktierer zu töten. Ich pack den hohen Vater auf meine Schulter und in die andere Hand wird das Schwert genommen. Myra, komm, wir gehen. Es gibt Paktierer zu töten. Hast du gehört, Myra, es gibt Paktierer zu töten? Jetzt beruhigt euch doch mal, hört auf mich zu hauen. Ich denke da 3 Sekunden drüber nach. Dann denke ich mir, wenn er wirklich besessen ist, ist es besser, wenn Rafim ihn mitnimmt und guck einfach mal den Schultern. Oh. Uiuiui. Ui. Das Tanzen ist ganz schön anstrengend. Ai, ai, ai. Puh.